Hallo ihr Lieben, da bin ich nochmal ganz kurz und schnell. Und zwar habe ich der lieben Steffi ein Chunky Charm hat sie bei mir gekauft und sie hat gesagt, dass sie sehr, sehr viel Perlen und Zubehör sich bestellt hat und sie würde mir davon ganz gerne was abgeben, weil das doch so viel wäre und sie so viel gar nicht benötigen würde. Und ja, sie wollte dafür nichts haben. Ich habe ihr natürlich trotzdem etwas geschickt dafür, zusätzlich noch. Und sie plant auch noch eine kleine Überraschung für meine Tochter. Und das ist eine ganz, ganz liebe. Und ja, ich glaube, sie schaut auch meinen Kanal. Soweit ich weiß, ja. Über Instagram haben wir auf jeden Fall auch geschrieben. Nein, wir haben über E-Mail auch geschrieben. Ja, klar, sie schaut meinen Kanal. Und sie hat mir halt ein Päckchen geschickt. Und ich wollte eigentlich am Wochenende das Video schon machen. Heute ist Dienstag. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Dann war ich gestern auch noch ein bisschen kränklich. Mir ging es halt nicht so gut. Und deshalb möchte ich das jetzt schnell nachholen. Und zwar hat sie mir einmal eine sehr liebe Post geschickt. Den Brief lese ich jetzt nicht vor. Und ja, aber sie hat mir ein paar nette Zeilen geschrieben. Ich habe mich wirklich tierisch darüber gefreut. Das war so süß, diese Ü-Post. Und ja, ich habe mich total gefreut darüber. Wie gesagt, und ja, ihre Adresse wird gut aufgehoben. Und ja, also, ich zeige euch das mal einmal schnell. Und zwar, sie hat mir wirklich viele verschiedene Sachen eingepackt. Ich habe mich wirklich richtig darüber gefreut und dass ich das jetzt einmal mit euch teilen möchte. Und zwar hat sie einmal hier in Roségold verschiedene Perlenkappen reingepackt, weil sie gesehen hat, dass ich jetzt vieles mit Roségold mache und auch vieles gekauft habe in Roségold. Und genau, das sind dann hier so verschiedenste Perlchen und also Perlenkappen. Verschiedene Größen fand ich richtig klasse. Dann habe ich hier diverse Charms bekommen, viele verschiedene. Und so, ich hole das nicht alles raus. Ich werde es einfach versuchen, so zu zeigen. Hier habe ich so kleine ein Eiffelturm drin, noch ein Eiffelturm, ein kleines Handmade, ein Delfin. Hier haben wir so ein Handy drinne. Verzeiht bitte meine Sprachstörung. Ich drehe schon das zweite Video in Folge. Dann haben wir hier so eine Schminkpalette, ein Happy Birthday Kuchen, ein paar Blätter, eine kleine Elfe ist hier noch. Dann schaut euch das mal an. Ein Bett. Wie genial ist das denn? Das finde ich ja mal richtig klasse. Ja. Eine Handtasche, richtig toll. Ja, Charms, wie gesagt, kann man immer und überall für gebrauchen. Gerade für die Chunky Charms. Dann habe ich hier roségoldene Verlängerungskettchen. Ist ja wohl mal klasse. Habe ich noch gar nicht. Ich habe sie in Silber und in Bronzefarben, glaube ich. Aber keine roségoldenen. Habe ich mich tierisch drüber gefreut. Dann habe ich, was braucht man zum Chunky Charm basteln? Karabiner. Klar. Und da habe ich solche mit so Herzchen bekommen. Drei Stück. Ist super klasse. Kann man immer gebrauchen. Also ich habe eigentlich nichts dabei, was ich nicht gebrauchen kann. Ja. Also sie hat wirklich tolle Sachen ausgesucht. Dann haben wir hier nochmal Live Your Dream. Dann haben wir ein Fahrrad hier drinnen, ein Buch, das finde ich auch richtig toll, das Buch. Ja, vor allen Dingen ist das so groß, also richtig toll. Dann habe ich hier so eine Teekanne, dafür gibt es auch noch einmal das Unterteil dafür. Und dann habe ich hier so ein schönes Blatt bzw. Blüte. Ich bin überhaupt nicht im Bild, warum sagt ihr denn nichts? Hallo? Also, ja, viele verschiedene jedenfalls. Ja, und die kann ich natürlich. Ein Flamingo, oh, wie schön. Total hübsch. Dann habe ich in Roségold
so Kleeblätter bekommen. Vierblättrige Kleeblätter. Kleeblätter. Und schaut euch das mal an. Ein Flipflop. Ist der nicht cool? Den finde ich aber auch richtig toll. Wunderschön. Ja. Genau. So. Dann habe ich ganz viele kleine Perlchen bekommen. So Zwischenperlen oder eben als Endperle, dass der Nietstift nicht durchrutscht und so. Also richtig toll. Davon habe ich mir auch heute schon 4 Stück rausgenommen. Hat mir richtig gut. Die kann ich richtig gut gebrauchen. Sowas habe ich überhaupt noch gar nicht. Meine Perlen sind alle viel größer. Dann habe ich hier so eine weiße Perle mit so einem Ring drumrum bekommen. Auch mit Loch zum Auffädeln. Die habe ich auch noch gar nicht. Habe ich mich auch gefreut. Ich habe sie mir einfach noch nie gekauft bei Doreen Beads. Aber ich weiß gar nicht warum. Dann habe ich noch einmal ein paar Charms mit Hufeisen und auch Kleeblättern. Auch richtig schön. Gefällt mir auch total gut. Dann schaut mal diese zarten Herzen an. Die sind ja wohl mal richtig schön. Das sind 2 verschiedene. Und zwar einmal so ein filigranes hier. Und wenn man die dann auseinander macht, hat man noch so ein anderes. Ist nicht groß, aber ich werde das versuchen mit UV-Harz zu füllen. Das sieht bestimmt richtig schön aus. Genau. Dann habe ich hier, das muss ich rausholen, das kann man sonst nicht so gut erkennen. Upsala, eine Melone, eine Melonenhälfte oder Spalte. Die ist ja wohl mal richtig cool, ne? Oder was sagt ihr? Dann habe ich 2 Ananasse, Ananasse bekommen. Ananas natürlich. Oh, Mensch, mein Sprachfehler heute. Dann so ein kleines, schönes Blatt. Das werde ich aber, glaube ich, mal als Unterleger benutzen und nicht als Anhänger, weil das ist so mega dünn und irgendwie auch ein bisschen scharfkantig. Da werde ich diesen kleinen Aufhänger rausknipsen und dann werde ich das mal irgendwo draufkleben als Verzierung. Das sieht bestimmt hübsch aus. Und dann, richtig cool, die habe ich nur in Gold, eine Silberlünette. Mit Katzen drin. Voll schön. Genau, so. Dann habe ich roséfarbene Perlen. Ich tippe auf 5 oder 6 mm müssten das sein. Ja, fand ich auch richtig schön. Dann habe ich hier noch weiße Perlen und so cremefarbene Kegelperlen, sage ich jetzt mal. Auch total klasse. Solche Perlen habe ich auch noch überhaupt gar nicht. Dann habe ich noch so, ich denke, das sind Glasperlen in so einem leichten Grau marmoriert. Total schön. Ich finde sie total klasse. Ja, wunderschön. Kann ich nur sagen. Oh, hier ist ein Strasstropfen so zum Anhängen. Ist irgendwo rausgerutscht. Ich weiß nicht wo, aber... Gut aufpassen. Dann habe ich, was man natürlich immer braucht, Spaltringe in vielen verschiedenen Größen. Kann man auch immer gut gebrauchen. Dann habe ich schwarze Perlen bekommen und mit so einem Silber. Schaut mal, wie schön die aussehen. Was meint ihr? Die sind doch mal klasse. Ist die auch bei Doreen Beads? Ich weiß es gar nicht. Die finde ich ja toll. Davon brauche ich unbedingt noch mehr. Weiß das jemand, ob sie bei Doreen Beads gibt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wunderschön. Weil schwarz habe ich nämlich noch so gut wie gar nicht. So, dann habe ich hier so Strassrondelle bekommen in Roségold. Auch wunderschön. Wunderschön. Genau. Dann habe ich hier auch verschiedenste Anhänger bzw. Herzen und noch mehr Herzen, das Unendlich-Zeichen mit einem Herz drin, noch ein kleines anderes Anhängerchen, also echt toll. Wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut, wie ein Schnitzel. Dann habe ich noch silberfarbene Verlängerungskettchen, auch sehr genial. Ich habe meine Chunky Charms noch nie mit Verlängerungskettchen gemacht, ich habe immer stärkere Ketten genommen.
Also diese, wo man auch normale Halsketten von machen kann. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass sie nicht halten. Aber vielleicht probiere ich das mal aus. So kleinere, wenn man Acrylanhänger dran macht, müsste das ja eigentlich gehen. Es ist einmal in diesem Diamantsilber und einmal in diesem Altsilber. Und ich habe nur diese Farbe habe ich auch nicht. Das muss ich mal, ja, mal testen. Dann haben wir hier noch so kleine runde Anhängerchen mit dem Wort Hope drauf. Dann habe ich noch ja, so Perlenkappen in Silber und so Blütenkelche für Engelchen. Kann man ja auch immer sehr gut für Chunky Charms benutzen oder auch Perlenengel. Genau. Dann habe ich. Hier fällt schon das nächste raus. Hilfe, hier ist es rausgefallen. Seht ihr das? Hier habe ich. Ja, kann man ganz schlecht erkennen. So, da sind noch weitere von diesen Glas, Tropfen drin. Und solche kleinen Herzchen. Moment, Moment. So. So kleine silberne Herzchen sind da drin gewesen und die scheinen ein Loch zu haben. Irgendwie habe ich sie geschrottet und ja, sie fällt raus. Sie fallen raus. Dann muss ich das mal hier wieder vorsichtig so rein. Und dazu, genau. Dann habe ich hier, schaut mal, auch super süß, diese Herzanhänger nochmal in Roségold, die wir vorhin schon in Silber hatten. Auch mega. Die versuche ich natürlich auch mit UV-Harz zu gießen. Und dann habe ich hier so richtig tolle, oh, Flügelherzen bekommen. Die gefallen mir auch richtig gut. Schaut mal. Die habe ich in groß. Die sind dann ungefähr so. Aber in so klein kann man die natürlich viel besser an so einen Chunky Charm mit dranhängen, ohne dass es gleich zu schwer wird, weil die sind auch aus Metall. Und ja, freue ich mich, dass ich die in so klein habe. So, dann noch ein paar bunte Perlen, solche wie es in, schon mal in Schwarz sind. Die sind nur eine Nummer größer. Und da habe ich immer, soweit ich sehe, immer zwei von jeder Farbe bekommen. Finde ich richtig klasse, weil die habe ich auch gar nicht. Und ich weiß auch ehrlich, ich glaube, die habe ich bei Doreen Beats schon mal gesehen. Aber die anderen, die schwarzen, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber bei Doreen Beats kann man sich ja auch dumm und dämlich suchen. Ja, und dann habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Engelsflügel, auch in Roségold. Und super, genial. Also ich habe wirklich viele verschiedene Sachen bekommen. Daraus lässt sich mit Sicherheit ein ganz toller oder mehrere ganz tolle Chunky Charms machen. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank für das Paket oder Päckchen. Ich habe mich echt wirklich gefreut. Und ich sage auch schon mal im Namen meiner Tochter vielen, vielen Dank. Ich muss ein bisschen leiser werden, dass sie das nicht hört. Ja, also sie weiß nichts. Wie gesagt, wie du schon sagtest, lass dir Zeit. Das ist wirklich nicht, du musst jetzt nicht, wer weiß, was da machen. Es ist überhaupt super lieb, dass du was machst. Und natürlich wird meine Tochter dir auch was zurückschreiben, schicken, ein Brief, eine Karte, sowas in der Art. Ich hatte sie halt mal gefragt, was sie machen würde, wenn ihr jemand mal eine Ü-Post schicken würde. Und da hat sie gesagt, ja, dann würde ich natürlich antworten und mich auch bedanken. Und sie wird es natürlich auch, wie ich hier jetzt gerade, vor der Kamera bzw. hinter der Kamera abfilmen und wird sich dann natürlich, wird es ein kleines Video davon geben. Liebe Steffi, ich sag's nochmal, vielen, vielen Dank. Du bist eine ganz tolle, liebe, wirklich liebe Person. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal auf alle, auf meine Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder auch ein Abo. Wer mich vielleicht weiter auch unterstützen möchte, wie gesagt, ich habe auch eine PayPal-Adresse, wenn jetzt jemand keine Ü-Post schicken möchte oder statt einer Ü-Post. Ich freue mich wirklich über alles, ist natürlich nur so am Rande erwähnt. Es muss natürlich keiner machen. Aber wie gesagt, ich freue mich über alles. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video und bis später. Tschüss!